Badezimmer. Badezimmer. Nicht erschrecken. Das sieht noch ziemlich wild aus. Tada! Licht. Unser Spiegelschrank. Angebracht. Sogar die richtige Höhe. Ich habe überhaupt gar nicht gefragt mit der Höhe, ne? Nee. Aber passt gerade. Also ich find's gut. Ja. Tada! Oh. Boah, das ist so hell. Dann muss man die andere Birne, glaube ich, ausprobieren, oder? Ja. Probieren wir mal aus. Was kann man hier drauflegen? Ein Tuch. Zum Beispiel? Zeittücher. Und noch ein drittes. Guck mal, das Coole ist, ich sehe mich jetzt dreimal. Ja. Und jetzt sind wir dreimal im Internet. Geil. Okay. Ja, wir haben eine Duschwanne hier drin. Da kommt noch ein Duschvorhang. Der wird hier aufgespannt. Wo Verena an dieser Stelle wirklich schreien wird. Und wir müssen noch ganz kurz dazu sagen, wir haben Videos letzte Woche Freitag gedreht, aber wir haben so viel gelabert, wir haben es hochgeladen, aber es wurde nicht genehmigt, weil die zu lang waren. Und das ist unser Ventilator. Hallo, Ventilator. Genau, YouTube wollte die nicht. Genau. Und deshalb müssen wir es jetzt so praktisch nach und nach machen. Genau. Aber ist gut. Also der Vorhang wird wunderschön. Ich persönlich freue mich schon sehr auf den Vorhang. Ich sage nur... Ich wollte noch nicht sagen was. Vertrau auf, ich wollte nur sagen, was ich damit assoziiere. Was? Die Golden Girls. Ja, wenn du... In Miami der 80er Jahre. Ja, dann ist da jetzt mal alles gesagt, oder? Okay. Ja. Oh. Oh ja, das ist unser Fisch. Der ist von unseren Vormietern und den lassen wir... Durch das den lassen wir aus, trotz... Ja. Das Schmuck. Sich da reinbrennt und unsere Nachmieter den erst recht nicht abkriegen. Das Schmuckstück unseres Badezimmers, möchte man Platz behalten. Nee, das ist eigentlich unsere neue Duschbrause. Unsere Handbrause. Die ist schön. Im Retro. Die wird billig. Obwohl, ne, geht's eigentlich, ne? Ich halte es für eine qualitativ hochwertige Brause. Und wieder schön Werbung. Oh. Bauhaus. Ja. Okay. Ja. Damit ist das. Ich mach das hier. Damit sind wir fertig jetzt im Badezimmer.